Gamma. Schießt sie ab, ehe eine Katastrophe geschieht. Verstanden, General? Yes, Sir! Raketenchaos! Ja, Sektor Gamma in dem Fall mehr oder weniger Sektor Z. Also wir haben jetzt nicht mehr Sektor X, Y und Z, sondern wir haben jetzt Sektor Alpha, Beta und Gamma. Und gut, Omega statt Area 6. Wobei das natürlich nicht 1:1 dieselben Missionen sind. Wobei hier die Raketen tatsächlich an Sektor Z erinnern. Wir schnappen uns allerdings hier die Medaille. Und kümmern uns hier einfach mal um Rakete Nummer Uno. Indem wir diese Kern hier abschießen, bremsen hier einfach mal ein bisschen, um zu gucken, wo die nächsten. Da ist einer. Au. Ja, und die Kerne sind tatsächlich auch gar nicht mal so ungefährlich. Ich fliege hier einfach einmal durch den Ring, denn auch das gibt eine Medaille und gehe dann einfach mal auf Rückflug. Ja, keine Zeit. Erstmal um die Rakete kümmern und dann. Haben wir uns um die erste Rakete gekümmert, allerdings haben wir noch zwei. Und sind hier ordentlich getroffen worden. Das ist mir tatsächlich auch das erste Mal passiert, wo ich echt dachte, ich wäre hier. Wo ich echt dachte, das hätte mich erwischt. Also so letal, wisst ihr? Wäre ganz hilfreich zu treffen. Oh. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit dafür? Kann ich mich erstmal um die Rakete hier kümmern, bitte? Hat vielleicht höhere Priorität, ha? Bin allerdings jetzt erstmal auf dem Weg zur Great Fox, denn der muss auch noch geholfen werden, so leid es mir tut. Ja, dass du im Weg rumfliegst. Na super. Kinder, sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für den Käse? Nein, Peppy! Ihr seid aber auch alles Mimöschen, wisst ihr das? Und kannst du mir mal erzählen, wo hier noch so ein blödes Thronvieh ist? Da! Himmels Willen. Schön, dass die Great Fox sicher ist. Das kann ich von dem Planeten da hinten sicherlich nicht behaupten. Ja, so langsam wird es nämlich echt eng. So, aber rechtzeitig geschafft.
Es war knapp genug. Was ein Stress hier. Mal ohne Witz. Ja, leider hat's Peppy nicht geschafft. Es ist sehr schade. Aber alles halb so wild, dann kriegen wir auch mal mit, was dann passiert. Das weiß ich tatsächlich nämlich gar nicht. Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt munter weiter. Alles klar. Gut. Ja, auf geht's, ab geht's. Mein Gott, wir haben nicht sehr viel Bonus gekriegt für die Mission, einfach weil außer Falco geht's keinem so wirklich gut. Aber reicht alles in allem immerhin, um meinen Rekord zu knacken. Ja, wenn's Slippy besser gehen würde und Peppy überlebt hätte, dann hätten wir vielleicht sogar die Gold-Trophäe noch erreicht und damit auch die Medaille. Ist allerdings bei weitem nicht so schlimm. Sektor Gamma damit abgeschlossen und weiter geht's mit Ficina, dem Eisplaneten, der diesmal tatsächlich auch so heißt, wie er heißen soll. Aber dazu gleich mehr, denke ich.